Ihr wollt den Fettsack? Ja! Ihr kriegt den Fettsack! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich bin gerade hier in New York, wie man sehen kann. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein neues Format auf meinem Kanal und zwar Fettsack in. Zum Beispiel heute ist es Fettsack in New York, weil ich ja in New York hier bin. Und ich meine, süßer Kollege hier, werden jetzt uns richtig vollfressen wie ein richtiger Fettsack. Weil ihr wisst ja, ich bin ein bisschen dicker. Ist nicht wirklich fett, er ist einfach nur ein bisschen dick. Das werden wir jetzt ausnutzen. Komisch ist auch hier in New York, man muss über Rot gehen, sonst wird man angespuckt. Man wird gezwungen. Unser erstes Restaurant wird Shake Shack. Richtig voll, wie ihr sehen könnt. Aber da gibt es mega leckere Burger. Ich hoffe, wir sind wirklich lecker. Der Laden ist in Amerika wirklich extrem beliebt. Ihr seht ja auch an die Google-Resonanzen, wie der abgeht. Heilige Scheiße. Und ich finde die Geschichte dahinter einfach mega cool. Das war irgendwie so ein Laden, der damals einfach nur als Imbissladen angefangen hat und jetzt so eine große Kette geworden ist. Ach, geil. Rein da, probieren und schweinisch sein. Reinbeißen? Ja. Ich beiß mal hier rein. Alter! Der Burger fühlt sich echt extrem weich an. Boah, wie schmeckt denn der? Das ist ja unglaublich. Probier mal. Ja, das ist eine Käse-Explosion plus Fleisch. Ja, das ist richtig lecker. Hier, Moment. Boah, jetzt noch der Burger hier. Boah, trotz Tomate ein absoluter Hammer. Aber ein bisschen klein, muss ich sagen, aber trotzdem echt lecker. Ey, der Burger, das war wirklich ein Genuss. Meine Fresse, das war eine Scheibe aus dem Himmelkuh. Pommes waren so ein Standard, aber es ist ja ein Burgerladen, der trotzdem. Der nächste Laden ist Joey's Pizza. Irgendwie wurde das Spider-Man an so ein Scheiß gedreht, aber die Pizza soll extrem krank sein. Da kann ich mein schweinisches Inneres rauslassen. Joey's Pizza. Nicht nur, dass Spider-Man dort gedreht worden ist, sondern anscheinend gibt es den Pizzaladen auch schon seit 1957. Also verdammt lange. Und wenn es den Laden so lange gibt und dann... Digga, dann muss die Pizza ja bombastisch sein. Oder die Leute sind halt extrem verwirrt. Guckt euch mal dieses fette, riesige Stück an. Ja, das ist absolut voller Tomatenschmutz. Es ist so heiß. Schmeckt schon ganz geil, aber ohne Scheiß. Ich habe auch in Deutschland schon besser gegessen, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt so krass besonders gewesen. Schade. Aber trotzdem. Ah, wo ist das Bild mit mir? Oh, hier ist jetzt der Times Square. Hier sind so viele abgefuckte Menschen. Wirklich, man stößt gegen jeden hier rechts und links. Bitte Hilfe. Oh, wir sind jetzt bei Pets. Und da gibt es leckere Sandwiches. Da knallen wir natürlich jetzt eins rein. Pets, 20.000 Google-Resonanz, das sehe ich jetzt. Alter Schwede, der Laden ist aber auch schon wirklich abnormal uralt. Richtiger New Yorker Klassiker. Da werden Pastrami-Sandwiches verkauft. Kannte ich vor dem Video gar nicht. Und ja, jetzt gibt es auch meinen ersten Test davon. Pastrami-Sandwich kostet 22 Euro. Scheiße. Das ist das Pastrami-Sandwich. Sieht echt nice aus. 22 Dollar. Oh, Mann, ich finde, das Pastrami, oder ich weiß, was Pastrami da drin ist. Sieht auf jeden Fall echt geil aus. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals Pastrami gegessen habe. Wie schmeckt das? Das schmeckt richtig gut. Weil ich finde es richtig ekelhaft. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube wirklich, man muss dieses Fleisch mögen. Das ist halt ein geräuchertes Rindfleisch, aber... Oh. Ey, fuck, 20 Dollar. Aber ey, boah, das schmeckt irgendwie richtig komisch. Guck mal, wie Feuerladen ist, Alter. Jeder Schwanz ist hier. Das muss eigentlich lecker schmecken. Oder? Nee. Ich will den Laden jetzt nicht so schlecht reden, aber das war wirklich zähes Katzenfleisch. Ich habe ja schon viele schlimme Sachen in Amerika gesehen, aber... Kaffee, Tomato... Schwarze Algen, Chip, Guacamole. Der Taco sieht jetzt nicht aus wie so ein Film, aber... Ja. Also ein Taco, verstehe ich was anderes. Aber Taco Bell, haben schon oft Leute von euch gehört. Da werden die Tacos geleckt und geschmeckt und das Schwein gönnt sich einen Taco. Taco Bell. Naja, da gibt's halt Tacos. Oh, der ist ja winzig, aber sehr, sehr warm. Oh. Aha, da ist der Taco. Eigentlich ziemlich klein, ich schwöre, in einem Film und so denke ich mal, das sieht extrem groß aus. Hier ist ein dickes Loch. Wow, das schmeckt wie ein Taco. Der andere, den wir gegessen haben, das war echt eine Scheiße dagegen. Wir haben Südamerika mit der Kamera durchquert. Immer auf der Spur dieser außergewöhnlichen Tiere. Und zu einem richtigen Fettsack gehört natürlich auch ein richtiges, fettsackhaftiges Frühstück in einem Diner. Das sieht halt echt genau aus wie in so einem Film. Schnell kaufen und bezahlen. So sieht jetzt hier die Karte aus. Viel zur Auswahl, Amis halt. Die noch übertreiben. Und nochmal eine ganze Seite voll. Wer zuschlagen? Oh Gott.
Barbecue Chicken Sandwich. Boah, scheiße, das ist lecker. Das ist Pommes. Und dann habe ich noch einen Peanut Butter Bagel. Alter, mega lecker wird deiner hier. Ich war jetzt zum ersten Mal U-Bahn. Hier wird die Karte reingesteckt. Hier, dann schieb ich sie mal durch. So, ja, nein, andersrum, andersrum. Bitte. Hey! New York! Ich bin jetzt einfach mal 40 Minuten lang gegangen. Ey, hier muss man immer so viel gehen, ne? Und hier ist die Levian Bakery. Und die soll angeblich was ganz, ganz Besonderes sein. Hat so eine Frau im Internet geschrieben. Kann ich mal aus meinem Stall wagen, da reingehen. Ist echt so eine riesige Bäckerei hier. Ich bin da ganz hinten. Oh mein Gott, die haben hier Schokoladenpizza. What the fuck? Schokolade? Ich hab mir jetzt einen Minztee bestellt. Plus einen Pflaumenmuffin. Guck dir mal, wie sieht dieser Pflaumenmuffin aus? Aber richtig fette. Und ich habe mir diese Schokoladenpizza bestellt. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Sie hat mich $10 gekostet. Die muss kurz warm gemacht werden. Das ist schon mal was Positives. Wir haben das jetzt hier in 4 Stücke geschnitten und hier ein kleines draus gemacht. Ich glaube, es ist Sahne oben drauf. Ja, und mein erster Tee nach Ewigkeit. Seit mir habe ich keinen Tee mehr getrunken. Okay, hoffentlich schmeckt die Schokopizza. Das ist kein Schoko. Das sind Oliven mit Käse. Das schmeckt so scheiße, oh mein Gott. Und die Mitarbeiter gucken mich gerade an, deswegen. Schwierige Situation, aber schmeckt extrem, extrem scheiße, oh mein Gott. Oh, scheiße, ich kotze gleich. Oh Gott, bitte. Blaubeermuffin, sei lecker. Blaubeermuffin, bitte. Boah. Die ist fluffig und lecker. Ich probiere ja in diesem Format, euch die Kultur der Fettsäcke näher zu bringen. Klar, dafür esse ich extrem viel, auf was ich einfach Lust habe, was Fettes, was Geiles, was ich mir reinknallen kann. Aber wir müssen natürlich auch die anderen Fettsäcke abdecken. Es gibt zum Beispiel den McDonald's-Fettsack. Ich gehe jeden Tag zu McDonald's. Dann gibt es natürlich den Psycho-Fettsack. Alter, gib mir sofort dein Essen. Der vegane Fettsack. Hammer. Und das absolute Superschwein. Und wir gehen jetzt mal zu McDonald's hier in Amerika und gucken mal, wie es da schmeckt. Vom Aussehen her ist es komplett gleich. Okay, ich habe jetzt dem Verkäufer gesagt, er soll mir was Spezielles geben. Also Spezielles hier, was McDonald's hier vielleicht besonders ist. Er meinte, der Cheeseburger soll hier ganz besonders sein. Ich muss wirklich sagen, McDonald's ist wirklich ein Kinderclub. Also voll wenig Erwachsene. Hier sind wirklich fast nur Jugendliche oder wirklich Kinder. Ich weiß nicht warum, Digga. Aber der McDonald's ist echt voll. Das finde ich komisch. Ich meine, wenn ich in Amerika bin, okay, klar, vielleicht kenne ich es nicht anders. Aber an sich würde ich niemals in McDonald's gehen, wenn ich in Amerika bin. Geile Verpackung, aber auch noch nicht gesehen. Spicy McChicken. Lol, er meinte Cheeseburger. Jetzt habe ich einfach ein What the fuck? What the fuck? Ich liebe es. Das ist ein Chicken Burger. Er meinte einfach, ich gebe dir was Spezielles. Junge, sein Schwanz wollte mir geben. Was ist das hier? Ja, vielleicht schmeckt's aber. Na. Wow, das ist wirklich scharf. Schmeckt aber komplett wie in Deutschland. Wirklich genauso wie in Deutschland. Ich mag ja McDonald's auch in Deutschland nicht wirklich, weil ich finde, McDonald's ist einfach Gift. Also kann man jeder erzählen, was er will. Aber McDonald's ist für mich einfach giftig. Und ich muss sagen, das hier, also ich finde in Deutschland, ich habe gesagt, ist so wie in Deutschland. Ja, schon. Aber ich finde, hier schmeckt das echt noch mehr nach Plastik. Also schmeckt nicht nach Plastik, aber... Es schmeckt irgendwie nicht richtig. Ich habe hier schon einige Burger ja gegessen. Die waren so saftig, zart, lecker. Esse ich hier so einen Chicken Burger in Anführungszeichen. Und der hat so... Es ist Kacke! Ah, ich bin gerade aufgestanden, ne? Und ich habe gestern so viel gegessen, dass mein Magen so krass Probleme hat. Ich bin erstmal direkt auf Toilette gelaufen. Ey, das Ami-Essen schmeckt lecker, ne? Aber das Ami-Essen lädt doch dazu ein, seine Toilette absolut abzulecken. Weil wirklich, oh Mann, mein Magen, ey, das war so ganz, ganz eklig. Und ich fühle mich jetzt immer noch voll dreckig. Will aber eigentlich jetzt in die Stadt wieder und weiter essen und schlemmen und... Ach, okay, nein, irgendwie mein Magen echt, Digga. Ach, ganz, ganz ekliges Gefühl gerade. Ich bin hier gerade in einer Essens-Mall, sag ich mal, jetzt über so kleine Stände mit... Essen drumrum in Brooklyn. Ja, ich wurde noch nicht abgeknallt. Ein paar Sachen sehen hier so gut aus. Perfekt für einen dicken Jungen wie mich. Boah. Guckt euch mal diese fetten Kekse an, Alter. Can I have one of this one? Yes. Ich wurde richtig verführt, Alter. Dieser dicke Cookie hat mich so angeguckt. Und dann habe ich noch eine heiße Schokolade genommen, weil es ist angeblich belgische Schokolade. Glaube ich jetzt nicht, weil ich war ja in Belgien, hab die Schokolade gegessen. Niemals, Alter. Niemals. Aber es ist auch richtig heiß. Mal gucken, wie heiß. Boah, wie heiß. Wie lecker. Oh mein Gott, wie ist der? Nee. Also innen drin geschmolzene Schokolade. Also ich sterbe. Schokoladekakao dazu. Oh, absoluter Zuckerschock. Viel. Fettsack geht unter. Mayday. Ah. Guckt ihn euch mal an, diese Schokolade in... Oh, vielleicht gibt es in Brooklyn nicht nur Schüsse in den Bauch, sondern auch leckere Sachen in den Bauch. Milchlieferung. Alter. Endo. Bitte, ich wollte die Milch liefern. Bitte, Milch sagen. Moment mal, Burger King? Alter, geil! Kann ich noch mehr haben? Klar, gerne!
kann man machen. Und natürlich, wie es sich gehört in New York, gehört natürlich auch ein kleiner Hotdog-Stand hier. Ich glaube, die sind schon ganz gut giftig, aber wisst ihr was, wir holen uns jetzt mal einen Hotdog. Hallo, ich habe mir einen New Yorker Hotdog mit Sauerkraut und Onions geholt. Und ja, lustig, Sauerkraut zu sagen hier, weil ja, die Amerikaner denken ja, Digga, Sauerkraut Deutschland. Mann! Schmeckt der scheiße! Oh mein Gott! Oh, der Igel! Wow! Dass hier sich Würstchen nennen darf, ne? Ich möchte jetzt noch richtig gern einen New York Cheesecake probieren. New York Cheesecake soll angeblich unfassbar sein. Lol, das ist ja voll der süße kleine Laden. Ich habe mir jetzt extra einen ganz Klatschen gekauft mit nichts drauf. Einfach nur Cheesecake mehr nicht. So gespannt. Ich liebe Kuchen. Mmh. Oh mein Gott, die Füllung, Alter. Ey, dieser Cheesecake, der ist asozial. Wirklich, du legst ihn auf die Zunge und der verschwindet wirklich. Der löst sich auf, wirklich. Huh? Wow. Alter, also, du legst ihn rauf und wirklich, der ist so fluffig, lecker, leicht. 5 von 5 Fettsäcken, wirklich. 5 von 5. Mann, war der lecker. Wirklich, leck die Cam, Alter. Okay. Oh, Leute, ich hab mich so überfressen. Ich bin so ekelhaft voll. Ich glaube, ich könnte gleich kotzen. Fettsäcke in New York. Ich hoffe, das Format gefällt euch, wenn ihr Bock habt, Leute, und mehr davon sehen wollt. Lasst ein Like auf dem Video da, ein Abo auf den Kanal, falls ihr euch getan habt. Wir sehen uns in den nächsten Städten wieder. Oder beim nächsten Video, besser gesagt. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und der Fettsack ist jetzt weg. Boah, bisschen dick. Fettsack.